Der Beschuss dieses Wohnhauses im Zentrum von Prvomajsk ist eine weitere militärisch sinnlose Zerstörung des Krieges. Der Artillerieangriff erfolgte nach Angaben der Bewohner aus ukrainischen Stellungen. Manche kamen nur mit Glück mit dem Leben davon. Ich war zu Hause und habe Tee getrunken. Hätte die Granate 2 Meter näher eingeschlagen, wäre es aus gewesen. Ich habe mich in der Badewanne versteckt. Der erste Beschuss vor einigen Wochen zerstörte nur die Fenster. Jetzt ist die Wohnung ein Trümmerfeld. Wiederum stehen Menschen vor dem Nichts. Der Angriff am Nachmittag beschädigte auch dieses Heizwerk schwer. Bei winterlichen Temperaturen fällt in vielen Häusern die Heizung aus. Glück hatten Werksarbeiter, die nur leicht verletzt in einen Keller flüchten konnten. Seit Monaten liegt Prvomajsk unter Artilleriefeuer. Die Zerstörungen sind groß. Mehr als die Hälfte der 38.000 Bewohner ist geflohen. Die Geisterstadt halten weiter lokale Kosakentruppen der prorussischen Rebellen. Sie haben Suppenküchen eingerichtet, damit wenigstens eine warme Mahlzeit pro Tag garantiert ist. Die Rebellen versorgen auch diesen Luftschutzkeller. Bevölkert wird er vor allem von Frauen und Kindern. Auch unser Haus wurde ausgebombt und keiner lebt mehr dort. Mein Mann will aber die Wohnung nicht allein lassen, damit es zu keiner Plünderung kommt. Unterricht gibt es in der Stadt nur mehr 2-mal pro Woche. Der Luftschutzkeller ist jetzt das Zuhause dieser Kinder. Ihre Zukunftsperspektive ist höchst ungewiss, weil nicht nur Schulen, sondern auch Betriebe in der Stadt bereits zerstört worden sind. In der Ostukraine hat es erneut heftige Gefechte zwischen den Separatisten und den Regierungstruppen gegeben. Mindestens 8 Zivilisten sollen dabei getötet worden sein. Zerstört wird bei solchen Gefechten auch die Infrastruktur in Städten und Dörfern. In der jetzigen, eisigen Jahreszeit für viele Zivilisten ein Desaster. Tausende Menschen leben improvisiert in fast unbewohnbaren, weil ungeheizten Wohnungen. Die Reportage aus der seit Monaten umkämpften Stadt Prvomajsk in der Region Lugansk. Hier in Prvomajsk sind die meisten der 38.000 Einwohner bereits geflohen. Die monatelangen Kämpfe haben ihre Spuren hinterlassen. Auch gestern wieder haben mehrere Granaten eingeschlagen. Ich war zu Hause, habe Tee getrunken. Wäre der Einschlag nur wenige Meter näher gewesen, dann wäre ich jetzt tot. Neben Wohnhäusern ist dabei auch eine Fernheizanlage zerstört worden. Das bedeutet noch mehr Wohnungen ohne Heizung. Die Menschen haben ein paar Suppenküchen eingerichtet. Von den russischen Hilfskonvois hat man hier noch nie etwas gesehen. Schwer beschädigt auch dieses Spital. Die medizinische Versorgung der Stadt liegt am Boden. Von ursprünglich 20 Ärzten sind nur noch 3 geblieben. 2 sind pensioniert und dann noch eine junge Ärztin. Die meiste Zeit verbringen die Bewohner von Prvomajsk in Luftschutzkellern, ohne die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts.